Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Webinar zum Thema datengestützte Entwicklung von Bewegtbild-Content. Heute hier von Regiepapst. Mein Name ist Dani Bofnik. Ich arbeite in der Strategieentwicklung, Datenanalyse und Online-Marketing für Regiepapst und habe heute die Ehre, Sie durchs Webinar zu führen. All diese Inhaltspunkte können Sie, falls Sie dieses Video auf YouTube anschauen, auch direkt ansurfen. In der Beschreibung dieses Videos finden Sie Links, die Sie direkt zu den einzelnen Themenpunkten führen. Außerdem finden Sie dort auch Links zur Präsentation, die Sie hier sehen. Sie finden auch einen Link zu einem weiteren kurzen, aber unterhaltsamen Video, das Ihnen das Thema datengestützte Entwicklung von Bewegtbild-Content näher bringt. Und Sie finden auch einen Link zu einem White Paper, das Sie nochmal ganz in Ruhe auch offline als PDF lesen können. Heute beschäftigen wir uns also mit dem Thema datengestützte Entwicklung von Bewegtbild-Content, einer kurzen Arbeitsdefinition, mit der wir gleich beginnen werden. Dann noch ganz kurz die Verbindung zu einer Bewegtbildstrategie und wie wir Bewegtbildstrategie heute mal sehr simplifiziert verstehen möchten. Dann geht es weiter zum Hauptteil. Und zwar geht es darum, Ihnen vier Best-Practice-Beispiele zu zeigen, wie Sie denn Daten konkret für Ihre Bewegtbildstrategie einsetzen können. Das erste Beispiel wäre dann die Interaktion und das Engagement zu steigern, sprich Likes und Kommentare, was man alles so von Facebook und YouTube kennt. Das zweite Beispiel, da geht es darum, die Zuschauerbindung zu steigern. Wir nehmen hier dafür den KPI der durchschnittlichen Wiedergabedauer. Im dritten Punkt geht es dann um das Perfect Matching. Wie passen User-Interessen am besten zum Video-Kontext? Und wie können wir darauf hinarbeiten, dass unsere Ziele auch dort optimiert werden können? Last but not least geht es um die Steigerung von organischer Reichweite, sprich die Maximierung, das Beste rauszuholen. Und last but not least die Management Summary für alle, die es kurz und bündig nochmal wollen. Dann steigen wir direkt ein und zwar mit einem kleinen Beispiel nochmal mit Netflix. Sie kennen es wahrscheinlich, Netflix ist ein digitaler Medienverleih, das in den letzten Jahren eine Erfolgsgeschichte par excellence hingelegt hat. Sie können sich dort online in Echtzeit Ihre Filme und ihre Serien leihen, vom Sofa aus praktisch. Und Netflix schlägt ähnlich wie Amazon Ihnen praktisch vor, User, die diese Serie gesehen haben, haben auch jeden Film gesehen. Das Ganze ist ein algorithmischer Prozess von Netflix im Hintergrund und das ist es genau das, was Netflix so erfolgreich macht, nämlich die Daten der User dazu verwenden, ihnen relevanten Content anzubieten. Aber damit noch nicht genug, denn Netflix benutzt es nicht nur, um Angebote zu unterbreiten, sondern nutzt auch selber die Daten, um Budget zu investieren in die eigenen Bewegtbildproduktionen. Also so ein Film ist ja jetzt nicht gerade das Billigste, was man mal kurz beim Kiosk kauft, sondern das möchte auch gut geplant sein und natürlich auch erfolgsversprechend. Und das macht Netflix unter anderem auch mit Daten. Damit Netflix nicht das einzige Unternehmen bleibt, das das so macht, sondern Sie das für Ihr Unternehmen und Ihre Marke auch umsetzen können, erzählen wir Ihnen das heute im Webinar, was Sie denn so tun können, an welche Daten Sie rankommen, an welche Daten Sie nicht rankommen. Sie werden verwundern sein, wie viele Daten es doch gibt, mit denen Sie arbeiten können. Zunächst dafür eine kurze Definition, und zwar bei einer datengestützten Entwicklung von Bewegtbild-Content handelt es sich um Handlungsempfehlungen auf Basis erhobener User-Daten für die Entwicklung und Produktion von Bewegtbild-Content zum Erreichen definierter Ziele. Die Daten werden ganz automatisch erhoben. Sobald Sie ein Video auf YouTube hochladen, kommen Sie da auch ran, vollkommen kostenfrei. Allerdings kommen da auch Ihre Wettbewerber und sämtliche andere Leute, die sich auf YouTube bewegen, in gewissem Maße ran. Interne detaillierte Daten bleiben allerdings den Administratoren vorbehalten. Dazu kommen wir dann auch später nochmal. Sie erreichen damit definierte Ziele, die Sie anhand von bestimmten KPIs messen können. Wir haben jetzt hier mal die bekanntesten genommen, sprich Steigerung der Views, also organische Reichweite, Steigerung der Zuschauerbindung, also wie lange schauen sich die User ihre Videos denn tatsächlich an und wie kann man den Web-Traffic steigern, entweder auf die eigenen Videos oder aber auch auf die eigene Website von den eigenen Videos weg. Für den Prozess der Datenanalyse können, wie ich schon gesagt hatte, interne Daten verwendet werden, aber Sie können auch externe Daten von den YouTube-Kanälen, von anderen Usern oder Content-Creatern
praktisch verwenden. So ein Prozess für eine datengestützte Entwicklung von Bewegtbild-Content sieht ungefähr so aus, kann man in 6 Schritte grob unterteilen. Und zwar zu Anfang definieren Sie Ihre Ziele, vor allen Dingen auch, wie Sie diese messen können. Dann sammeln Sie Daten dazu, Ihre internen Daten, vielleicht auch externe Daten. Sie werten die aus, interpretieren sie. Und dann geht es daran, mit den Erkenntnissen aus dieser Analyse Bewegtbildkonzepte zu entwerfen und zu produzieren. Dann im Anschluss natürlich zu verbreiten und auch den Erfolg zu kontrollieren anhand Ihrer KPIs, die Sie schon bereits in den Zielen festgelegt haben, um dann halt diese Daten wieder zu verwenden. Wofür verwenden Sie jetzt diese Daten? Und zwar habe ich hier mal dargestellt eine sehr simplifizierte Aufteilung einer Bewegtbildstrategie in 4 Bereiche. Die Pfeile symbolisieren praktisch den Weg der Daten oder den Mehrwert, den Daten für die jeweiligen anderen Prozessschritte generieren können. Sie sehen an diesem Beispiel auf den ersten Blick, es ist vollkommen interdependent. Die Daten, egal aus welchem Prozessschritt, können für alle anderen Schritte einen Mehrwert schaffen. Wie das konkret aussieht, werden wir dann in den Beispielen sehen, versprochen. Deshalb legen wir auch direkt los mit dem ersten Best Practice Beispiel, und zwar, wie können Sie mit Hilfe von Daten Ihre Bewegtbilder so praktisch entwickeln, dass Sie das Engagement und praktisch die Interaktion der User fördern bzw. das maximale Engagement-Potenzial in Ihren Videos haben. Dazu müssen Sie sich etwas fragen, und zwar, was beschäftigt Ihre Zuschauer ganz besonders an Ihren Videos? Und wie können Sie Ihre Videos so aufbereiten, dass die User mit Ihren Bewegtbildern auch interagieren? Wir haben dafür ein Beispiel aus der realen Wirtschaft genommen, tatsächlich. Und zwar ein Influencer-Content-Channel einer großen, bekannten Einzelhandelsmarke. Wir haben keinen Zugriff zu den internen Daten, aber wir zeigen Ihnen gerne, was wir mit unserem vollkommen externen Zugriff hier bewerkstelligen konnten. Das ist jetzt mal ein Beispielvideo von einer YouTube-Influencerin, die dafür akquiriert wurde, hier Kochrezepte in einer YouTube-Show vorzustellen. Und sie hat dann strategisch sinnvoll im Video die Frage gestellt an die User direkt: Postet doch mal bitte in die Kommentare, welche abgefahrenen Essenskreationen ihr in eurer Kindheit so geschaffen habt. Und heraus kamen über 5000 Kommentare. Und jetzt liest sich ja niemand diese 5000 Kommentare durch. Wie soll man die auswerten? Wir von Regiepapst empfehlen dafür eine Wordcloud. Die schafft nämlich schnell und einfach eine Übersicht der am häufigsten vorkommenden Begriffe. Natürlich nach gewissen Filterkriterien auch, also ganz viel wird da auch ausgefiltert, aber so könnte das dann zum Beispiel aussehen. Und wir sehen, tatsächlich haben die User hier einen Großteil ihrer Erfahrungen preisgegeben, und jetzt könnten Sie sich ganz beliebig hier mal Begriffe rausnehmen und diese dann in Ihrer Bewegtbildstrategie an verschiedenen Punkten anbringen. Ja? Also wenn Sie jetzt das Feedback der User praktisch aufgreifen, dann haben Sie damit eigentlich ein Video geschaffen, das ein hohes Interaktionspotenzial hat, weil Sie eigentlich schon wissen, was die User beschäftigt. Genau in dem Fall ist es wahnsinnig gut gelaufen, denn wenn schon die Frage nach Kindheitserinnerungen gestellt wird und User das praktisch von sich aus preisgeben, dann ist klar, dass damit auch wahnsinnig große Emotionen verbunden sind. Sie sollten das also tun, damit Sie einmal natürlich, wenn Sie dann auf Basis dieses Feedbacks auch den Bewegtbild-Content kreieren, eine Wertschätzung gegenüber der Community ausdrücken. Das heißt, die Community merkt ja auch, dass da etwas passiert, also dass da ein Dialog entsteht und nicht einfach nur wie im TV früher One-to-Many kommuniziert wird. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, mit diesen Erkenntnissen aus der Wordcloud hochrelevanten Content zu schaffen und natürlich auch Anknüpfungspunkte für eine Story. Also wenn Sie wissen, worüber die User gerne reden, können Sie mit ihnen
viel leichter in den Dialog treten. Und Storytelling ist ja das, was sich alle Unternehmen wünschen, aber selten wissen, wie man damit am besten anfängt. Viel wird dann im stillen Kämmerlein erdacht. Was könnte denn dem User möglicherweise gefallen? Ah, okay, meine User sind so alt, haben das Geschlecht und das sind das Haushaltseinkommen. Aber wirklich den Usern zuhören, tun nur sehr selten Markenunternehmen. Und genau das ist halt ein Punkt, mit dem man hier wahnsinnig gut ansetzen kann. Ein zweites Beispiel zeigt uns, wie wir die Zuschauerbindung steigern können. Wir nehmen hier mal die durchschnittliche Wiedergabe, also ein Video von 4 Minuten wird im Durchschnitt beispielsweise 2 Minuten 30 lang gesehen. Da schauen wir doch mal, wie man denn da anknüpfen kann. Und zwar das strategische Ziel ist, wie gesagt, die Zuschauer möglichst lange zu binden an den Videocontent oder vielleicht sogar an den eigenen Videokanal. Und dazu müssen wir uns die Forschungsfrage stellen, wie lange betrachten denn die User ein bestimmtes Video oder eine Gruppe von Videos? Wenn sie jetzt zu einem bestimmten Produkt mehrere Videos haben, dann lohnt es sich ja vielleicht auch zu segmentieren und diese zu gruppieren. Wie lange schauen die im Durchschnitt zu und an welchen Punkten steigen denn User verstärkt aus? Ja, also ist das nach 25% des Videos, nach 50 oder nach 75 oder schauen sie es im besten Fall sogar immer vollkommen an? Das sollte nämlich das Ziel sein, dass die User das Video immer vollkommen anschauen. Oder ein anderes Ziel wäre auch, dass die User auf jeden Fall die Kernbotschaft mitnehmen. Hier sehen wir zum Beispiel einen YouTube Analytics Graph, ja, von einem Video. Auf der X-Achse sehen wir, wie lang ist das Video, 3 Minuten 40, und auf der Y-Achse sehen wir, wie hoch der Anteil der User war, der zu den jeweiligen Zeitpunkten dann noch das Video angeschaut hat. Und wir sehen hier die organischen Zugriffe in der blauen Linie bei 28 Sekunden gibt es so einen kleinen Schwenk nach unten, ja. Und da müsste man sich jetzt, könnte man sich fragen, was genau passiert denn an dem Punkt in dem Video? Ist zum Beispiel die Person zu lange im Close oder zu lange eine Totale gezeigt oder ist die Grafik vielleicht nicht gut aufbereitet? Braucht es da vielleicht einen Schnitt oder welche stilistischen Mittel funktionieren in den anderen Filmen? Das könnte man praktisch analysieren und das ist praktisch bezogen jetzt hier auf ein konkretes Video, das 3 Minuten 40 lang ist. Wir schauen uns doch mal an, wie das bezogen ist auf alle Videos, wirklich alle Videos auf YouTube, die 3 Minuten 40 lang sind. Dazu gibt es nämlich diesen schönen Graph hier, der zeigt uns den Durchschnitt von allen Videos auf YouTube, die 3 Minuten 40 lang sind, wie das eigene Video im Durchschnitt dazu performt. Wir sehen hier bei 2 Minuten, dass das eigene Video überdurchschnittlich gut performt im Vergleich zu allen anderen Videos, die auf YouTube die gleiche Länge haben. So, jetzt kann man sich natürlich hier überlegen, ich schaue mir das Video bei 2 Minuten an und dann glaube ich nochmal bei 50 Sekunden. Wir sehen es hier gerade nicht genau. Das sind praktisch Peaks, wo das Video überdurchschnittlich gut funktioniert. Diese Stilelemente könnte man dann aufgreifen, müsste man natürlich noch schauen, welche Zielgruppe wurde da angesprochen etc. Aber das sind dann die Möglichkeiten, wie man analytisch daran geht. Sie haben also einen Film, der hat eine bestimmte Länge. Wir haben das jetzt hier mal relativ gestaltet, 25, 50, 75 und 100%. Und Sie spielen ihn jetzt aus an eine bestimmte Zielgruppe. Sagen wir, Sie definieren die Zielgruppe wie folgt. Ihre Zielgruppe interessiert sich für Geschenke und Anlässe. Dann hat diese Zielgruppe zu 72% das Video zu einem Viertel gesehen und nach drei Viertel des Videos waren immerhin noch knapp 40% dabei. Kein Problem, wenn Sie die Kernbotschaft innerhalb des ersten Viertels untergebracht haben, dann haben knapp drei Viertel dieser Zielgruppe die Kernbotschaft tatsächlich wahrgenommen. Allerdings, wenn die Kernbotschaft erst weiter hinten kommt, wissen Sie, da war kaum noch jemand von der Zielgruppe dabei. Im Vergleich zu anderen Zielgruppen, ja, zum Beispiel Fitnessprodukte und Dienstleistungen, haben ein bestimmtes Video, das ist jetzt alles ein Beispiel aus einer anderen Videokampagne, die wir mal für einen Kunden gefahren haben. Und zwar haben 60% ein Viertel gesehen und dann aber mehr als 40% haben drei Viertel gesehen. Ja, es geht hier um ein und dasselbe Video. Das hat praktisch Zielgruppen unterschiedlich stark angesprochen. Das heißt,
Sie könnten jetzt hergehen und sagen, wenn Sie schon Geschenke und Anlässe, diese Interessen irgendwie targeten wollen, dann müssen Sie vielleicht entweder die Kernbotschaft früher unterbringen oder Sie machen tatsächlich zwei verschiedene Videos und bringen die Kernbotschaft dann auch an unterschiedlichen Punkten wieder, weil Sie vielleicht wissen, Leute, die kurzfristig nach Geschenken und Anlässen suchen, haben vielleicht nicht viel Zeit, wäre jetzt eine Interpretationsmöglichkeit. Aber hier sehen Sie, dass Sie sehr genau auf die Zielgruppen schauen können, um so die optimale Länge Ihres Videos zu bestimmen und den Zeitpunkt, an dem Ihre Kernbotschaft kommuniziert werden sollte. Anhand der Bewegbildstrategie können wir jetzt nochmal schauen. Das waren jetzt, wie gesagt, Daten aus der Distribution, die wir praktisch für die Erfolgsmessung analysiert haben und dann diese Daten wieder übernehmen für die Entwicklung aktuellen Bewegbild-Contents, um praktisch dann später in der Distribution noch bessere Erfolge zu erzielen. Im dritten Beispiel geht es um das Perfect Matching für relevanten Bewegbild-Content, also sprich, welche Interessen haben User und in welchen Videokontexten funktioniert dann Ihr Video am besten. Ja? Also es geht darum, User interessensspezifisch anzusprechen mit einem Video, das zum Kontext passt, das für ein bestimmtes Mediabudget die besten Ergebnisse erzielt. Das heißt, Sie haben einmal einen User, Google kennt die User. Wenn der User sich irgendwann mal für Autos interessiert hat, dann weiß Google dank der Datenspeicherung und dank der Cookies, dieser User interessiert sich für Autos. Dann kann er zum Beispiel ein Video über Gesundheitsthemen sehen. Ja, dann schaut sich ein User mit Autointeressen Videocontent im Bereich Gesundheit an. Ja, das eine ist praktisch userzentriert und das andere ist kontextzentriert. Ja, da müssen wir uns jetzt anschauen, welche Kombination aus Userinteressen und diesen Kontexten erzielen denn die besten Ergebnisse. Auch hier wieder ein Beispiel aus einer tatsächlichen Videokampagne, stark simplifiziert natürlich. Wir haben hier drei verschiedene Zielgruppen angesprochen und jeweils in drei verschiedene Content-Themen distribuiert. Und wir haben gesehen, dass User, die sich für Heimwerken interessieren, dieses Video am längsten geschaut haben, wenn sie nach Immobilienthemen gesucht haben. Ja. Wenn User mit den Interessen Heimwerken gerade Ausbildungskontext konsumiert haben, dann haben sie das Video so mittelprächtig lang angeschaut. Und wenn sie Gesundheitscontent konsumiert haben, dann so gut wie gar nicht. Anders verhielt es sich mit Personen, die an Brautmoden interessiert waren. Die haben am besten performt im Kontext von Gesundheitsthemen. Und Leute, die sich für Fahrzeug interessiert haben, tatsächlich im Bereich Ausbildung. Und wenn Sie jetzt diese Kombination kennen, dann können Sie tatsächlich auch Video-Content erstellen, den Sie dann auch an die geplanten Kontexte anpassen können. Ja? Und so könnte es dann aussehen, dass Sie tatsächlich nur den Content produzieren, von denen Sie wissen, dass User mit diesen Interessen in diesen bestimmten Kontexten auch am ehesten darauf reagieren. Und so haben Sie praktisch vorab schon einen Ansatzpunkt, um möglichst effektiv und effizient Bewegtbild-Content nicht nur zu produzieren, sondern auch auszuspielen. Im letzten Beispiel geht es darum, die organische Reichweite zu maximieren. Organische Reichweite, Optimierung, ja, dass sie praktisch von selbst verbreitet wird und sie da kein Mediabudget investieren müssen in eine bezahlte Verbreitung, was praktisch das Gegenteil davon wäre. Und hier stellt sich die Forschungsfrage, welche Keywords und Videoempfehlungen sind maßgebend für den organischen Traffic auf den eigenen YouTube-Kanal oder und die eigenen Videos. Die Videoempfehlungen kennen Sie alle, ein YouTube-Video ist zu Ende und dann wird Ihnen hier ein ganzes Tableau von 12 Videos vorgeschlagen, das Sie danach konsumieren können. Ja, diese Vorschläge werden generiert auf Basis eines YouTube-Algorithmus. Etwas undurchsichtig, aber nicht ganz unmöglich, sich den zunutze zu machen.
Wir haben hier tatsächlich reale Daten verwendet. Allerdings, wenn wir reale Daten von einem Kunden verwendet hätten, würde das sehr schnell Rückschlüsse möglich machen. Deswegen haben wir hier einen anderen Kanal zur Verfügung gestellt bekommen, der auch über ausreichend Daten verfügt. Vielen Dank dafür. Es geht hier in diesem Kanal um Body Painting und Art. Und da haben wir mal geschaut, wenn Leute nach Videos suchen. Wonach haben Sie denn gesucht, wenn Sie dann auf diesen Kanal gekommen sind? Ja, auch hier bedienen wir uns wieder der Technik einer WordCloud. Wenn Sie übrigens selber so eine WordCloud erstellen möchten, auch in der Beschreibung finden Sie einen Link zu einem Tool, das wir Ihnen sehr gerne online auf unserer Website bieten, damit Sie so etwas hier machen können mit YouTube-Videos. Dann haben wir neben dieser WordCloud der Videosuche auch noch geschaut, welche Begriffe kamen denn häufig vor in den Videotiteln, die dann dieses Video beziehungsweise ein Video auf diesem Kanal empfohlen haben. Ja. So, und jetzt sehen wir da schon, dass die WordCloud der Videoempfehlung etwas größer ist und Pants, Girl und Body ist wahrscheinlich alles etwas, was auf unserem Bodypainting-Kanal schon vorkommt. Weniger kommt allerdings vor Model, Dance und Yoga, Funny Prank, Show, Jeans, Bikini kommt zum Beispiel auf dem Bodypainting-Kanal so gut wie gar nicht vor, aber es sind potenzielle Begriffe, über die User irgendwie auf die Website kommen, beziehungsweise auf den YouTube-Kanal, Verzeihung, und auf Videos. Das heißt, man könnte in Zukunft tatsächlich Content schaffen oder SEO optimieren mit diesen Begriffen. So viel zum Thema organischer Traffic von anderen Videos auf die eigenen Videos. Aber das ist ja nicht immer das Einzige, was uns interessiert, denn wir wollen ja vielleicht vor allen Dingen auch, dass User von dem eigenen Video auf die Website surfen. Am leichtesten funktioniert das natürlich mit Links in der Beschreibung. Wichtig ist natürlich, dass diese Links auch funktionieren. Wir schauen einfach mal ein reales Beispiel an. Ich hatte Ihnen ja eingangs erzählt, dass Sie auch die Möglichkeit haben, als externe Person auf die YouTube-Daten von anderen Unternehmen und Marken zuzugreifen, ohne dass Sie eigentlich in irgendeiner Form mit denen organisatorisch zu tun haben. Ich habe da mal was vorbereitet und zwar haben wir hier den Kanal der Commerzbank. Mit insgesamt 538 Videos habe ich mir heute mal frisch ein paar Daten gesaugt. Wir sehen hier eine Excel-Tabelle, die praktisch alle Videos auflistet, die in diesem Kanal vorhanden sind. Ja, ich scroll hier mal runter. Sind es denn tatsächlich 538 Videos? Ja, tatsächlich 538 Videos. Die erste Zeile ist wie immer die Überschriftenzeile hier. Und da können wir schon jede Menge in dieser Excel-Tabelle sehen. Aber wofür können wir die denn jetzt benutzen? Wenn wir jetzt in dem Kanal der Deutschen Bank, Entschuldigung, der Commerzbank Wer natürlich, glaubt er? Gerne wissen möchten, was ist denn das erfolgreichste Video? Ja, dann können wir hier eine Liste sehen und können sagen, sortieren nach größte Beliebtheit. Was benutzt denn YouTube jetzt eigentlich, um zu sagen, wie beliebt das ist? YouTube benutzt dafür ausschließlich die Views. Sie können also relativ einfach ohne weiteres sagen, welches YouTube-Video in welchem Kanal auch immer die meisten Views hat. Ja, hier ist es zum Beispiel ein TV-Spot gewesen. Aber wenn Sie jetzt fragen, welches YouTube-Video hat denn die meisten Kommentare, also und die meisten Likes, also tatsächlich vielleicht auch etwas über das User-Engagement aussagen möchten, kommen Sie hier bei YouTube leider nicht weiter. Dafür gibt es sogenannte Data Mining-Prozesse, wo Sie dann praktisch hier diese schöne Tabelle haben. Und jeder kennt ja Excel, dann können Sie sich das, Sie haben ja praktisch den Kanal, die Video-ID, das Datum, wann dieses Video publiziert wurde, den Videotitel, die komplette Beschreibung ist da auch drin, eine Kategorie, für die das derjenige, der das hochgeladen hat, praktisch festgelegt hat. Wie lange dauert das Video und natürlich View Count, Like Count, Dislike Count, Favorite Count und Comment Count. Wenn ich jetzt wissen möchte, welches Video hat denn die meisten Kommentare, gehe ich ganz einfach mit einer Standardfunktion in Excel her und sage, ordne mir das nach den Kommentaren. Und da sehen wir auch schon,
Das Video vom 26.04.2016 hat 24 Kommentare und ist damit Kommentarführer. Wir schauen uns das einmal ganz kurz an. Hier sehen wir die Video-ID. Da rufe ich das mal ganz kurz auf mit der Video-ID hier hinten. So. Noch nie so. Konnte man. Ich stoppe das mal ganz kurz hier. Jetzt müssen wir ganz kurz warten. Das neue YouTube ist etwas lame. Und wir sehen tatsächlich, 24 Kommentare sind es an der Zahl. So. Dann hatte ich ja eingangs auch erwähnt, es ist vielleicht nicht ganz uninteressant, von diesem Video dann auf die eigene Website zu verlinken. In der Beschreibung sehen wir hier einen Link, aber irgendwie will der nicht so richtig. User sind ja auch irgendwie so ein bisschen Faultiere und deswegen wird wohl kaum jemand hergehen und sich die Arbeit machen, wie ich es jetzt hier mache, mit Markieren, Copy, Paste, ja, dauert alles viel zu lang. Und auch über Data Mining können Sie feststellen, welche Links sehen denn bitte so unklickbar aus. Wir haben hier praktisch die Beschreibung einmal, ist denn ein Link in dieser Beschreibung überhaupt vorhanden? Und hier nochmal, hat denn dieser Link einen Fehler? Auch hier können wir jetzt mal ganz schnell schauen, wie viele Links gibt es denn überhaupt in allen Videos? Ja. Oh ja, da sind schon einige. Das sind schon einige. Da macht die Commerzbank etwas fast richtig. Und zwar haben 285 Videos tatsächlich einen Link in der Beschreibung. Allerdings bleiben auch viele Videos vom Potenzial her ungenutzt. Auch viele Videos von 2017. Da könnte man noch nachbessern. Dann können wir noch schauen, wie viele Links sind denn ähnlich fehlerhaft wie diese, die wir eben gesehen haben. Sind praktisch nicht klickbar. Ja, da haben wir leider tatsächlich an der Zahl 4 aktuell. Dann gibt es allerdings auch hier zum Beispiel, hier der müsste funktionieren. Die 0 sagt mir, dass in der Beschreibung von diesem Video ein Link ist, der funktionieren müsste. Schauen wir kurz rein. Ah, Tatsache. Ja, beim Mouse Over wird er blau. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er funktioniert. Gut, dann haben Sie jetzt praktisch auch eine komplexe Excel-Tabelle gesehen und einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Natürlich sind das jetzt sehr simple Beispiele. Darüber hinaus gibt es natürlich noch sehr viel komplexere Modelle und sehr viel mehr Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann. Ich hatte Ihnen versprochen, eine kurze, knackige Management-Summary zum Schluss. Die kommt dann jetzt. Und zwar, wir hatten die Bewegtbildstrategie bzw. die Prozessschritte einer Bewegtbildstrategie grob simplifiziert dargestellt und gesehen, dass Daten praktisch für jeden Schritt erhoben werden und auch für jeden anderen Schritt einen Mehrwert bieten können. Und zwar können Daten helfen, Ziele zu erreichen. Ziele sind ganz häufig Reichweite, Interaktion, Engagement, organischer Traffic und Zuschauerbindung. Daten werden automatisch von YouTube und Facebook gespeichert und können von Marken und Unternehmen kostenfrei genutzt werden. Ja, sage ich deshalb so explizit, weil ich kürzlich in einem Beratungsgespräch gefragt wurde, wie kommen wir denn eigentlich an die YouTube-Daten, wo ich kurz lachen musste. Und tatsächlich habe ich dann gesagt, sie haben die Daten eigentlich schon, sie müssen nur darauf zugreifen und sie auswerten. Daten sind in einem bestimmten Rahmen öffentlich und frei zugänglich, wie wir eben bei der Commerzbank gesehen haben. Andere KPIs allerdings sind tatsächlich detailliert nur für Admins, also sprich die Content Creator, die YouTube-Channel-Owner zu haben. Und da kommen sie dann auch gar nicht ran, wenn sie denn externe Quellen analysieren möchten. Aber an ihre eigenen kommen sie, wie gesagt, immer. Daten helfen dabei, User besser zu verstehen. Haben wir gesehen, anhand dieser Word Clouds zum Beispiel geht das relativ einfach. Sie können mit den Daten Erkenntnisse gewinnen, wie Sie relevanten Content schaffen und die Bedürfnisse praktisch antizipieren, auch vielleicht die emotionalen Bedürfnisse besser kennenlernen. Daten können entlang der gesamten Prozesskette einer Bewegtbildstrategie einen Mehrwert bieten, haben wir ja gesehen. Und Daten sind erforderlich für eine effiziente und erfolgsorientierte Bewegtbildkommunikation. Das bedeutet im Grunde genommen, dass die gesamten Daten dahinter praktisch noch sehr viel komplexer sind und natürlich auch besser professionell ausgewertet werden sollten, anstatt jetzt einfach nur zu sagen, oh, dieses Video hat so und so viele Likes, machen wir mal nochmal und verbreiten wir in eine breite Zielgruppe.
Ich hoffe, Ihnen das ein oder andere Interessante mit auf den Weg geben zu können und freue mich, wenn Sie irgendwelche Anregungen, Interessen, Wünsche oder auch Kritik haben, wenn Sie uns schreiben. Sie erreichen uns an drei Standorten in Deutschland, in unserem Headquarter in München oder hier in Berlin oder auch in Köln, wenn Sie möchten. Wir freuen uns und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen.